Wie die Heavy, die Besonderheit, die Vorfahren was ein Oculö, aber Ikon dann siedeln, das war ja was Besonderes. Ja, also meine Vorfahren sind von früher her auch von einer Seite Hülü werden, die eine kleine Eignerstelle dann kriegen. Und von der anderen Seite, von Vater Seite, haben die schon 1912 bis 1928 einen Burenhof übernehmen konnte, also als Packstelle. Ja. Und dann wird sich 1928 die Möglichkeit an Bios hier eine Siedlungsstelle zu kriegen, noch im Zweiten Weltkrieg, noch der Weimarer Republik, dann konnte die eine Siedlungsstelle kriegen und dort hat sie dann hinsiedelt. Und hier in der Nöte? Ja, hier in Dörp. Ne? Ja. Und da sind dann ganze Siedlungen schon mit, glaube ich, 23 Siedlungen und wird dann jeder so 11, 10, 12, 13 Hektar kriegen, Rösten kriegt er 15 Hektar. Und da sind aber auch von da nicht mehr helpful von über, glaube ich, viel Sätze. Was hast du in Erinnerung? Konnten die dann damals da in der Zeit von der Landwirtschaft alleine leben? Ja, von der Landwirtschaft alleine leben. Ne? Haben wir dann auch eine Kai, Schweine, ja. Geflügel von allen mit wie. Ja, prima. Ja.